Die Atmosphäre war gespannt in Woronows Unterkunft, als der Gast eintraf. Der lange, dünne, gebeugte Paulus mit seiner mausfarbenen Uniform und seinem vor Nervosität aschfahlen Gesicht war alles andere als eine imponierende Gestalt. Sein Haar war von grauen Fäden durchzogen und selbst der Bart wies eine Mischung von Schwarz und Grau auf. Erst als Paulus sich dem Tisch näherte, deutete Woronow auf den leeren Stuhl. »Setzen Sie sich bitte«, sagte er auf Russisch. Jadlenko stand auf und übersetzte. Paulus vollführte eine knappe Verbeugung und nahm Platz. Dann stellte Jadlenko die beiden russischen Kommandeure vor. Der Vertreter der Stawka, Marschall der Artillerie Woronow, der Oberbefehlshaber der Donfront, Generaloberst Rokossowski. Paulus erhob sich und grüßte die beiden Männer mit einer abermaligen Verbeugung. Dann begann Woronow zu sprechen und legte alle paar Augenblicke eine Pause ein, damit Jadlenko übersetzen konnte. Herr Generaloberst, es ist recht spät und Sie müssen müde sein. Wir haben während der letzten paar Tage ebenfalls eine Menge Arbeit gehabt. Deswegen möchten wir jetzt nur ein ganz dringendes Problem erörtern. Entschuldigen Sie, unterbrach Paulus, aber ich bin kein Generaloberst. Vorgestern ging von meinem Hauptquartier ein Funkspruch ein, in dem es hieß, dass ich zum Generalfeldmarschall befördert worden bin. Dies steht auch so in meinem Wehrpass. Er griff nach der Brusttasche seines Waffenrocks. Es war ja doch angesichts der Umstände nicht möglich, meine Uniform zu wechseln. Woronow und Rokossowski blinzelten einander spöttisch amüsiert an. General Schumilow hatte das Hauptquartier der Donfront bereits von Paulus Beförderung in letzter Minute informiert. Also, Herr Generalfeldmarschall, nahm Woronow seine Rede wieder auf, wir bitten Sie, einen Befehl zu unterzeichnen, der sich auf den Teil Ihrer Armee bezieht, der immer noch Widerstand leistet. Sagen Sie diesen Leuten, sie sollen sich ergeben, um weitere nutzlose Verluste an Menschenleben zu verhindern. Dies wäre keine soldatische Haltung, platzte Paulus heraus, bevor Jadlenko auch nur seine Übersetzung hatte beenden können. Kann man denn sagen, fragte Woronow, dass das Retten von Leben ihrer Untergebenen ein Verhalten ist, das eines Soldaten nicht würdig ist, wenn der Befehlshaber sich selbst bereits schon ergeben hat? Ich habe mich nicht ergeben, ich wurde überrascht. Diese naive Antwort beeindruckte die russischen Offiziere, die sich der Begleitumstände der Kapitulation sehr wohl bewusst waren, keineswegs. Wir sprechen von einem humanitären Akt, fuhr Woronow fort. Wir würden nur ein paar Tage oder sogar nur ein paar Stunden brauchen, um den Rest ihrer Truppe, der noch weiterkämpft, zu vernichten. Widerstand ist sinnlos. Es wird nur den unnötigen Tod von Tausenden von Soldaten verursachen. Ihre Pflicht als Armeebefehlshaber besteht darin, das Leben dieser Leute zu retten. Und dies gilt umso mehr, da sie selbst ihr Leben gerettet haben, indem sie sich ergaben. Paulus, der nervös mit seinem Päckchen Zigaretten und seinem Aschenbecher, die für seinen Gebrauch auf den Tisch lagen, spielte, antwortete ausweichend und zog sich auf Formalitäten zurück. Selbst wenn ich einen solchen Befehl unterschreiben würde, meine Soldaten würden ihm nicht gehorchen.
Wenn ich mich ergeben habe, dann bin ich automatisch nicht mehr Ihr vorgesetzter Befehlshaber. Aber vor ein paar Stunden waren Sie noch Kommandeur dieser Leute. Doch Paulus blieb so schwach, seine Argumente auch klangen bei seiner Weigerung zu unterschreiben. Woronow musste schließlich akzeptieren, dass jeder weitere Versuch, ihn zu überzeugen, nutzlos war. »Ich muss Sie darüber informieren, Herr Generalfeldmarschall«, übersetzte Djatlenko, »dass Sie durch Ihre Weigerung, das Leben Ihrer Untergebenen zu retten, eine schwere Verantwortung vor dem deutschen Volk und der Zukunft Deutschlands auf sich laden.« Paulus blickte deprimiert und schweigend zur Wand hin. In dieser gequälten Haltung gab nur das Zucken seines Gesichtes Hinweise auf seine Gedanken. Woronow beendete schließlich die Unterredung, indem er Paulus fragte, ob seine Unterkunft zufriedenstellend sei und ob er irgendeine spezielle Diät wegen seiner Krankheit benötige. Das Einzige, um das ich gerne bitten möchte, erwiderte Paulus, ist, die vielen Kriegsgefangenen zu verpflegen und ärztlich zu versorgen. Woronow erklärte, dass die Lage der Front schwierig mache, solch eine Menge von Gefangenen aufzunehmen und die Verantwortung für sie zu tragen.